Grüß euch und tschüss, wir eingeschaltet haben zu einer weiteren Folge PC, Computer Repair Shop, aber im Grunde ist es dasselbe eigentlich. So, in der letzten Folge arbeiten wir immer noch an diesem PC hier. Ich habe den Benchmark abgeschlossen und wir 5600. Oh. Das reicht nicht. Aber gut, wir müssen ja noch overclocken, fällt mir eigentlich ein. Und schauen wir mal, ob wir diesmal mehr Glück haben. Jetzt haben wir eine bessere CPU drin. Vielleicht, wenn man overclockt, vielleicht kriegen wir dann die 8000 hin. Erfolgreich übertakten. So, overtaktet haben wir auf jeden Fall. Dann lassen wir mal im Benchmark laufen. Läuft genauso wie vorher, würde ich sagen. So, was haben wir eigentlich noch für Aufgaben an dem PC hier? Ich habe alte Treiber auf meinem PC. Okay, das kann ich auch noch gleich machen. Als ob das immer noch nicht reicht. Als ob das immer noch nicht reicht. Computer. Netzwerkadapter. Oh Mann. Je. Ich hoffe, ich kriege wenigstens die Kohle für seine CPU rein. Was hat denn der hier auf dem Rücken drauf für ein Tattoo? Oh nein, da hat es wieder geläutet. Ich hoffe, dass ich finden kann, was ich machen will. Bams. Bams. Hier klauen wollen, was, ne? Nichts da, hier wird nicht geklaut. So, Glück gehabt. Hab einen Dieb verprügelt. Ich glaube zumindest, dass es ein Dieb war. Die sah so aus, wie wenn sie klauen würde. So. Jetzt noch voll auf meinen. Ich müsste die ganzen PCs einfach nur hier reinstellen. Dann kriege ich ja mindestens mit, wenn einer hier reinmarschiert und sich Sachen einfach so stibitzt. Und so kann ich ja schnell machen, während ich hier die ganzen Sachen hier aktualisiere. Oh, da kommt wieder einer rein. Drücken zum Handeln. Willkommen, you. Was kann ich ihm bezahlen? 156, ja, nimm mit. Das Teil gehört. Oh, Bargain, Errungenschaft freigeschalten. Okay, irgendwie habe ich so das Gefühl, als ob die Dame, die ich eine mitgegeben habe, nicht wirklich eine Diebin war. Ich habe da so eine Theorie, aber das lässt sich natürlich nicht bestätigen. Und ihr könnt es auch nicht bestätigen. Sie hatte es vor. Ich weiß es einfach. So, und schreiben wir den hier in die Ecke hin. So, aktualisieren. Dann stellen wir uns den hier. Der Computer lässt sich nicht einschalten. Bitte helfen Sie. Ich tue mein Bestes, mein kleiner Freund. Ich tue mein Bestes. So, alle Sachen sind aktualisiert. Benchmark. Ich will wahrscheinlich auch nichts ausrichten eigentlich. Aber mit Ausnahme von Benchmark möchte Dead of Boy spielen. Dann kannst du den Computer so einstellen, dass er diesen Spiel ausführt. Ich komme halt einfach nicht auf die 8000 hoch. Das ist halt irgendwie das Blöde an der ganzen Sache. Krieg mir TXP. Die Datei ist passwortgeschützt. Ach nö, ich bin schon wieder müde. How to drift your card. Break the transfer sum, break the front und Ding. Ja, okay, das muss mich interessieren. Ich kann Dead of Boy nicht spielen. Kann ich was anderes spielen? Beam Ass. Woba King. Genau, das ist ja ein Spiel für mich eigentlich. Ja, Red Dead Guy. Das ist ein Coin Simulator. Also um es einfach zu sagen, ich krieg's nicht besser hin. Halt, stopp, 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 stopp. Was wurde ein Fehler begangen? 100? Ah ne, 1470. Preisunterschied hinzugefügt für neue Teile, die im Gehäuse hinzugefügt werden. So. Na gut, dann liefern wir das hier ab und dann machen wir Feierabend.
Hello. Bitte schön. Deine Schläfe ohnmächtig. Was stand da gerade? Was stand da gerade? Ich hab's nicht mitbekommen. Stand so viele Sachen im Weg hier, zum Beispiel, dass er müde war und Bettchen gehen will und dass dir alles im Weg steht. Mensch! So. Junge, die Tür ist abgeschlossen. Du siehst müde aus. Ach was, hör auf. Echt? Wie kommst du denn da drauf? Und so. Habe ich jetzt eigentlich die Kohle wieder bekommen? Mit $59. 159 Dollar, das ist aber nicht viel. Ja, wahrscheinlich, weil ich den Kundenwunsch nicht komplett erfüllt habe. Ja, aber das Gute ist... 159. Ja gut, jetzt habe ich Ihnen praktisch eine 660 teure Grafikkarte geschenkt. Schönes Ding. Jetzt der PC. Was sagt ihr diesmal? Was war das gerade nochmal? Kannst du nochmal machen, bitte? Warum macht das immer nur so kurz? Wenn ein PC wirklich abstürzt, dann hat man... Anzeigekarten, das ist nicht Mainboard. Normalerweise kannst du alles ablesen, weil dieses Bild halt eben anzeigt. Sofern halt sowas vorhanden ist. So, Scan starten. Ein sauberes Mainboard, aber... Ich kann ja jetzt aktuell das nur so machen, weil ich habe ja keine Kohle. Wenn dieser eine Typ da, also wenn ich den nochmal erwische, der hier den PC reingebracht habe. Bams. Easy going. Da schicke ich mein Robomädchen rum. Gegenstand nehmen. Will ich nicht. Warum soll ich die nehmen? Steht doch da ganz gut. Oh, wir haben Fehler entdeckt. Und zwar auf Nummer 90. 90. Habe ich eigentlich eine neue Bewertung? Zwei neue Bewertungen. Unglaublich schrecklich. Kann ich nicht anwählen. Hat einen tollen Job gemacht. Unglaublich schrecklich. Mann. Was soll ich sonst machen? Ich könnte hier noch die teure Grafikkarte reinhauen, wenn ich die Kohle hätte. Ich könnte noch eine stärkere CPU reinbauen, wenn ich die Kohle hätte. Ich könnte ihn... Ist irgendwie schade, dass man den Job dann nicht einfach ablehnen kann. So. Recyceln! Wir können keinen hier nur leere Kartons abgeben. Ja, so unser kleiner Kartechen hier. Verhungern oder was? Du hast doch Hunger. Der muss doch fett werden für Weihnachten. Ich habe eh noch zwei Dosen gekauft, kann ich hier noch eine hinstellen. Warte mal ganz kurz, kann ich Ihnen eigentlich auf offener Straße auch eine mitgeben? Hier, du Sack! Jawohl! Gleich noch eine! So! Aber das erledigt. Okay, wie sieht's hier aus? Keine Fehler mehr gefunden. Sehr schön. Bauen wir die wieder ein. Oh nein! Mist, verdammt, ich war nicht so schnell genug. Das war wahrscheinlich er, wo du hinten so rennt. So. So ist aber, dass ich wahrscheinlich eine Rechnung zahlen darf, wenn ich jetzt einfach den PC wieder rausstelle. Ich habe gesagt, nö, ich will nicht haben und dann stelle ich hier draußen an die Straße hin. So. Ich habe Katzenfutter. Fetti, hier gibt's was für dich. So, wir können den PC weitermachen. Wir können den PC weitermachen. Okay, mal sehen. Also, mein Board scheint zu laufen. Ja, dann brauchen wir den hier wahrscheinlich. Dann brauchen wir den hier wahrscheinlich. PC schaltet sich plötzlich nicht mehr ein.
Ja gut, jetzt läuft er ja theoretisch. Also hast du Aufgabe erfüllt. Hm? War der nicht gerade da oben im Eck? Nee, offenbar nicht. Können wir einen Virenscanner eigentlich machen, wenn wir schon lustig sind. Passcracker, Ding ja, bla bla bla. Ah ne, guck mal, der dreht sich doch nach oben. Ich hab da so eine Theorie. Erstmal den PC nochmal aus. So, da holen wir nochmal die Grafikkarte raus. Ah. Dann prüfen wir die nochmal durch. Steht zwar eigentlich ein Auftrag drin, weil da heißt ja nur, dass er ein PC laufen haben möchte, aber hey, Kundenservice. Und wenn das Ding schon kostenlos ist, kostet es einfach nur ein bisschen Zeit. Ah, die Zeit das nutze ich, um was zu trinken. Oh, das ist gar nichts drauf. So, bauen wir die wieder ein. Einfaches Clip-System. Oh Mann, jetzt warten wir erstmal, bis der WWO hochgefahren ist. Weil ich die nicht irgendwie so Fähigkeiten. Schnelle Reparatur, Surfen. Schlechter Sektor, Treiber. Weiß nicht, wie kann ich das freischalten eigentlich? Ach so, erhöhte Geschwindigkeit, mit der sie Teile reparieren. Na gut, ich habe keine 250. Also, das riecht mir doch noch ein Virenscan. So, öffnen. Du musst rein. Okay, schon bei 20%. Aber wie gesagt, eigentlich würde ich jetzt meinen, dass es so in Ordnung ist. Aufgabe ist ja nur, den PC wieder zum Laufen zu bringen. Und offiziell läuft er. Und dann stürzt du nicht instant wieder ab. So, Virusscanner. Was zeigst du denn? Aktuell ist nichts Rotes dabei. Man könnte es dann legen, wenn das Bild auf dem Kopf steht. Normal ist eigentlich immer die Anzeige, also Grafikkarte. Und die Grafikkarte ist eigentlich in Ordnung. Null Viren. Mal sehen. Passcracker, Dinge, Overclock Benchmark, Unlocker, Message Hooking. Neo, Message, Virusgenerator, Zero Writer, das ist ein Zero Writer. Steht da was in Wiki drin? Anzeigekarten, ja okay, es ist nicht. RAMs? Es war mit Piepton, kein Ding hier, Blastfeuer, HD, CPU. Jetzt dieses Hacker-Wiki, oder? Unlocker. Persönliche Info-Wiki. Wenn alle registrierten Informationen des Computers sind, Dinge bla bla bla. Aber gut, da steht. Null Schriftsteller. Öffnen Sie die App mit USB. Um ein Spiel auf der Diskette zu brennen, benötigen Sie eine leere Diskette. Aha, also es ist praktisch nur eine eine Möglichkeit, eine CD zu brennen. Ja, gut, ich würde sagen, den lege ich raus. PC beendet, PC funktioniert. Auftrag war, bring den PC zum Laufen. Ich sage, PC läuft. Da steht nicht drin, dass ich irgendwie Viren beseitigen muss. Oder schauen muss, dass der vernünftig läuft. Please pack the cargo properly. Ja, guck mal, erfolgreich. Der dreht sich zwar jetzt alle ab und zu mal ein bisschen um, aber hey, der PC funktioniert. So, nächster PC. So, was fehlt denn dem hier? Der Computer ist nicht einschalten. Bitte helfen. Bitte helfen. So. Ist dann wohl Grafikkarte, oder? Weil ich es entnehmen kann.
So, Scan starten. Während der soweit... Oh, hat er schon was entdeckt. 11. So, während der soweit suchen tut, gucke ich mir gleich mal die nächsten an. Da steht nämlich drauf als Hinweis. Herr Computer, Sie nicht einschalten, bitte helfen Sie mein Passwort unfriend me. Ziel jetzt nicht einschalten. Stellen wir den erstmal hier unten hin. So, es ist dein Fehler. CPU ist im Arsch. Galaktisch im Arsch. Da kannst du nichts machen, musst du rausholen. Sonst stellen wir dich hier mal auf den Boden hier und holen mal hier die CPU raus. Die stellen wir uns einfach hier hin. Der ist noch fleißig am Fixen. So, was ist mit dem hier los? Jetzt beginnt hier die Akkordarbeit. Ich will CPU. Können Sie meinen Computer übertakten? 050, 89, ich möchte Winamp. Ich habe veraltete Treiber, können Sie es aktualisieren? Nein! Schon wieder einen hingestellt. Kann man nicht einfach zusperren hier? Weil sie erstmal die PCs hier macht, die ich habe, und dann hat das ist doch doof. So. Müsste ich den hier nochmal scannen. Also so gesehen, der hat keine CPU drin. Was sagt denn kohlemäßig? 849. Wir haben eine Rechnung. Okay, Elektronikzahlen, das ist in Ordnung. CPU. Na komm, nehmen wir die 170. Los, los, gleich geht's los. So, der darf raus, dann muss der hier rein wieder. Stopfen wir hier rein und stopfen wir den hier runter und stopfen wir. Dann stopfen wir den hier hoch und schalten den mal ein. Okay, was war das hier nochmal? Mainboard. Behaupte ich zumindest mal. Ihre Bestellung wurde geliefert. Aber erstmal ist hier der Intel Core hier dran. So, Scan starten. Bis es soweit ist, hole ich schnell die andere Karte. Bisschen gefährlich von Amazon hier, den einfach hier so draußen in dieser schmierigen Straße rumstehen zu lassen. So, das war auch der Ich will Karte, oder? Fehler gefunden. 82. Nein, 82. So. Lass ihn nicht starten. Moment, das ist das Falsche. Du warst, du willst CPU haben, oder? Ja, du willst CPU haben. Und schaff von CPU mal rein. So, dann schmeißen wir schnell den Karton weg. Also nimm mal $10 extra. Ja. Mann, der haut immer mir die Tür vor der Nase zu. Welcher Dreck. Und so, dann tun wir hier den hier mal drauf. Schauen uns den hier mal kurz an. Er will CPU. Das ist CPU. Wir haben CPU erreicht im Grunde genommen. CPU ist drin. Ladung erfolgreich. Lass uns nochmal kurz durchscannen. So, was willst du noch drauf haben? So frei aus Neugierde übertakten will er. Das heißt, ich brauche den USB-Stick. Okay, da ist die HD noch im Arsch. Du brauchst es nicht starten. Ich weiß auch, was kaputt ist. So, bauen die auch gleich aus. Setzen die gleich mal hier hin. Die hier bauen wir hier wieder ein. Zack, zack. Dann setzen wir die hier hin und lassen sie gleich mal scannen. Als wäre ich denn eben auch so gehen würde mit dem PC. So, der ist jetzt soweit repariert jetzt mit der CPU. Und schauen wir, was dem jetzt noch fehlt. Mainboard. Oder war doch Mainboard der Teil hier? Computer-WG? Nee. Ah nee, doch Mainboard. Was war dann blau nochmal? Blue Screen?
Der berüchtigte Computerfehler. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich an der Festplatte. Was sagst du? Was sagst du, dass die an der Festplatte liegt? Welche waren das jetzt nochmal? Der hier, oder? Der hier. Ich sag's aber mal folgendermaßen, der PC startet nicht. Na gut, der bekommt halt einen Bluescreen. Microsoft, awesome Speedy. Apps. Also was wollte er nochmal alles? Dann kriegen wir mal erstmal einen Overclocker. Komisch, es läuft so. 50, 89 und Winamp. Hab ich da. 50. 89. Und Winamp. Ja, natürlich ist ja klar, dass ich wieder $20 hinten in die Lüftung reinschieben darf. Das klang gerade so, wie wenn es nicht gut wäre. Weil das PC trotzdem neu starten muss. Hat es jetzt geklappt, der Overclocker? Offenbar nicht. Da ist irgendwas nicht in Ordnung mit der. Woran kann es noch liegen? Stromversorgung, Arbeitsspeicher vielleicht noch. Aber noch schnell prüfen. Scan starten, aber der hat eigentlich nichts mit dem Bluescreen zu tun. Weil er speicherte nicht viel. Das warten wir mal ganz kurz ab. So, bis dahin. Was war mit dem hier nochmal? Das war Mainboard. Bei denen ist das Mainboard kaputt. Okay, Rahmen war es nicht. Das war mir schon klar. Dieb. Mist. Na? Dann tun wir den ja mal ganz kurz durchchecken lassen. Nein. Durchchecken lassen. Vielleicht braucht er noch eine zweite HHD. Anzeige ist es nicht. Mainboard ist es auch nicht. Dann würde nichts mehr funktionieren. Stromversorgung zu wenig. Wiedergefunden bei 79. 79 fix. Nein, Q. Hab. HDD. 2 Terabyte mit 5 GB. Nehmen wir die hier. Ihr habt nicht so viel Kohle. Da muss der Auftrag ein bisschen warten. Der geht nicht mehr gerade. Und so, was war mit dir eigentlich kaputt? Was war mit dir nochmal kaputt? Bei dem ist auch Mainboard im Arsch. Okay, und bei dem hier, das war der. Router ist nicht einschalten. Router sagt nein, er braucht Mainboard. Reparatur erfolgreich. Und so, na komm mal her. Dann stopfen wir dich hier wieder rein. Dann stellen wir dich hier wieder hoch. Schalten dich mal kurz ein und wir sehen, es funktioniert aktuell ziemlich gut. Du warst ja mit Mainboard gerade. Dann tun wir dich mal raus, Mainboard, und tun dich hier mal scannen lassen. So, was ist ein Auftrag eigentlich?
Bitte schalten Sie. Okay, PC läuft. Oh, Fehler entdeckt. Auf Nummer 16. 1, 6, fix. Ja gut, der PC läuft. Kann man wieder abschicken. Kundenwunsch erfüllt. PC lässt sich starten. Wer muss ja nicht machen? $600. Hm. Könnte ich brauchen. Ich muss eine neue Festplatte kaufen. So, bitteschön. Ja, dein Boss, der kann mir gerade einen Schuh aufblasen. Mindestens. Wir haben eine Rechnung. Jemand hat einen Kundenkoffer gestohlen. Ach Mensch, jetzt komm schon. Ach, warte mal, ich... Stehen geblieben! Dreckiges Schwein! Vor allem, ich kriege ja nicht mal Hinweise drauf, dass der hier sich was geschnappt hat. Du willst alle PCs, die ich habe, einfach hier hinten rein und fertig. So ein bisschen Müll rein am besten. Und so. Weil es bringt, ist doch blöd eigentlich, wenn ich hier jetzt... Ich weiß, ich könnte den einen da jetzt anstellen, aber gut, das bringt auch nichts, wenn ich keine 700... Na gut, ich habe $700. Oh, wir wollen Türsteher rein. Muss ein bisschen Kohle reinbringen. Ich habe ja 3 Tage. So, wo ist der Türsteher? Kannst du mit sowas überhaupt umgehen? Hm? Nein, tun Sie mir nichts. Hoffentlich hat man... So, was ist hier? So, ich kann ja nochmal starten lassen. Okay, wenn ich schon mal hier bin, ich habe hier noch 2 weitere. Bitte reparieren Sie meinen Computer. Wieso, was fehlt denn Computer? Lässt er sich starten? Ja, das ist die Grafikkarte. Das ist die Grafikkarte, das ist einfach. So, der ist fertig. Nein. Nein! Nein, nein, nein. Nein. Ja. So, du kommst da rein, dann kommst du hier rauf. Und dann startet man dich mal ganz kurz. Du hast lange nicht geschlafen, du bist so müde. Na, und? Startet er? Sieht gut aus. So, bei dem baue ich jetzt mal ganz kurz die Grafikkarte aus. So. Und lass du gleich mal scannen. Oh, schon Fehler entdeckt. Bei 02, fix. Hm? Was ist das denn jetzt? Hast du einen erwischt? Okay, gleich hat er auch schon da hinten entsorgt in der brennenden Mülltonne. Okay, zumindest merkt man, was was macht. Okay, wir haben den auch abgeschlossen, so gesehen. Alle Kundenwünsche wurden erfüllt. $300. So. Ja, ich gehe doch gleich. Hi. Der Schlaf wird ohnmächtig. Ja, ich arbeite dran. Muss ich hier rauf? Nee. Hier muss ich lang. Nee. Scheiße, muss ich nochmal lang? Hier muss ich lang. Ey! Erschieß mich nicht! Und schmeiß dich gleich wieder raus. Dann bist du gleich gefeuert. Und so. So. Wir tun hier sparen. So, und die letzte Folge war ja ein bisschen länger. Dann würde ich diese Folge jetzt hier an der Stelle hier Schluss machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich über ein Like, einen Kommentar und ein Abo freuen. Und wenn ihr in der nächsten Folge natürlich wieder dabei seid. Da oben richtig schönes Porzellan eigentlich. Na gut. Also dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.